Die katholische Kirche feiert die Geburt der Jungfrau Maria am Tag der allerseligsten Jungfrau Maria, dem 8. September. Es fand diesem Jahr am 11. September statt, der auch der traditionelle Abschied der deutschen Staatsangehörigen ist, verbunden mit einem Wallfahrt in Mariakirchen. Die Festmesse zum Tag der heiligen Jungfrau Maria hielt Dr. Tamás Scholand, Pfarrer aus Seike. Anlässlich des deutschen Abschieds, am Tag der Gottesmutters, wurde auch ein kulturelles Musikprogramm im Freien organisiert. Also heute hier in Mariakirchen haben wir ein sonniges, schönes Wetter und es ist heute deutsche Kirmes. Und hier neben dem schönen Kirchen werden wir von 16 Uhr ein lustiges Programm geben. Es wird Verschiedenes, auch mit Volkslieder, auch mit Schlagerlieder. Es tritt auch ein Chor und neben dem Chor können die Gäste Blasmusik hören. Die Blaskapelle, die kommen aus Dunaseccső und neben der Kapelle wird auch eine Tanzgruppe, verschiedene schöne Tänze tanzen und die Tanzgruppe, die kommt auch von Dunaseccső. Und unsere Solosängerinnen und unser Chor kamen aus Nimes-Simeshaza. Es ist eine jahrzehntelange Tradition, dass in Mariakirchen, der Tag des Abschieds der kleinen Gottesmutters, eine Veranstaltung für gläubige deutsche Nationalität ist. Die Tradition wurde in den 1919er Jahren von Bischof Mihai Mayer eingeführt, damit die Deutschen der Komitat Branau und Tolnau einen Abschied nehmen konnten, wo sie an einer deutschsprachigen Heiligen Messe teilnehmen konnten. In den 1919er und 2000er Jahren nahmen auch viele Gläubige anderer Nationalitäten aus Mariakirchen und Umgebung am Abschieds- und Dorftagstreffens teil. In Mariakirchen nimmt der Abschied von der Deutschen wieder zu. Hunderte von Menschen kamen zum Heiligtum, um ihr Deutschtum und ihre religiöse Bekenntnis zu bekräftigen. Nun, ich bin mit meinem Gesangverein hier, im Chor aus Surgetin. Das gehört halt häufig zu unseren Chorauftritten. Oh, ich habe vor 7 Jahren ein Haus hier in der Gegend gekauft und vor knapp 2 Jahren habe ich endgültig eine Wohnung in Deutschland aufgegeben. Es ist für uns sehr wichtig, da wir unsere Tochter auch katholisch erziehen wollen. Messe ist wichtig, damit sie das auch mitbekommt, im kleinen Alter schon. Deswegen ist uns das sehr wichtig. Leider nicht sehr oft. Zwar wohnen wir ganz nah eigentlich, aber wir haben nicht oft die Möglichkeit dazu. Aber wenn wir schon das ausnutzen können als Familie mit Großeltern und mit meinem Mann, der auch jetzt mit dem Großvater unterwegs ist, dann kommen wir sehr gerne. Es ist eigentlich für mich eine Tradition seit einigen Jahren, dass wir hier rauskommen nach Mariakirchen. Wir kommen aus 5 Kirchen, Pech, haben auch aber schwäbische Wurzeln zum Teil. Und es ist eine schöne Tradition. Wir sind auch katholisch, wir gehen auch jeden Sonntag regelmäßig in die Kirche. Und dann haben wir heute uns eigentlich dann für diesen Kirchenbesuch hier entschieden, dass wir die Heilige Messe hier in Kirmen besuchen.
Der deutsche Abschied in Maria Kement hat eine mehrhundertjährige Geschichte. Die Nachkommen der Familie, die die Erscheinung gesehen haben, leben bis heute im Schrein. Damit war die Kirche fertiggestellt. Deshalb wurde es als wichtig erachtet, dass diese Tradition fortbesteht. Vor 5 Jahren begann nach längerer Pause der Abschied von der Deutschen in der Siedlung wieder aufzuleben. Andra Bicky betreibt seit 12 Jahren lokale Geschichtsforschung und hat auch Bücher über den Schrein geschrieben. Am Tag des Abschieds von der heiligen Jungfrau Maria wurde auch ein Wallfahrt von Pal nach Maria Kemen organisiert. 16 Kilometer langten die Gläubigen zurück. Ihr Anführer war Jenny Derksen aus Neuglashütte. Ja, wir sind über den heiligen Martinusweg gekommen, hier in der Branau. Wir sind heute früh um 8:30 aufgebrochen in Nordpol und dann sind wir über Erzsébet und Kékest und Szelő und Kátoly hierher nach Maria Kemen gekommen für diese heilige Messe. Weil hier kommen wir ja jedes Jahr die deutschsprachigen Leute hier aus der Branau zusammen und deutschsprachige heilige Messen kann man nicht mehr so oft finden und da kann man das halt noch miterleben. Und der heilige Martin, der wurde ja auch durch die deutschsprachigen Leute vor 200 Jahren wieder zurückgebracht hier in der Branau. Es sind sehr viele Martinuskirchen durch die Deutschen, die dann eingesiedelt wurden, gebaut wurden. Und dieser heilige Martinusweg in der Branau, der läuft entlang dieser Martinuskirchen, also deutsche Gemeinden. Wir haben auch ein deutschsprachiges Film. Ein Film, was auch dieser Martinusweg darstellt und zeigt. Heutzutage kann man 100 Kilometer auf dem Branauer Martinusweg wandern, wenn man will, immer, weil das ist ja mit den STM-Zeichen aufgeschildert, auf Bäume und auf Zäune und überall, wo es gelungen ist. Und man kann frei laufen. Und es laufen auch viele Leute schon. Wir haben auch oft Besuch aus Deutschland, Partnergemeinde und dann laufen wir immer halt ein Stück zwischen zwei Ortschaften hier in der Branau. Ich heiße Jönji Derksen mit Mädchenname Weidner. Ich bin selbst auch Schwäbin, schwäbische Abkunft und ich wohne in Neuglashütte, hier in der Branau, ungarisch Kisujbánya genannt. Und da haben wir auch eine Martinuskirche und da war halt diese Idee geboren, über diesen Martinusweg. Auch die deutschen Gemeinden hielten der Bummener Tradition fest und seitdem finden wieder regelmäßige Abschiede statt. Ihr aktuelles Großprojekt ist die Renovierung der Kirche. Unser Dorf ist ein schwäbisches Dorf. Hier in Maria Kemen wohnen viele deutsche und schwäbische Familien. Und wir denken in diesen Feiern unserer Familie. Und wir finden das ganz, ganz wichtig, dass deutsche Leute können eine deutsche Messe hören, deutsche beten, sagen. Und hierin, das ist eine wunderschöne Maria Gedenkmal. Und, und hier können die Leute zusammen sein und treffen zusammen. Heute Nachmittag sehen wir im Programm Familie Milch. Macht eine fröhliche. Und unsere Kindergarten, wir haben 20 Kinder in unserem Kindergarten und sie lernen Deutsch und treten auf drei kurze deutsche Songs. Die hier tätige deutsche Kommune organisiert im Laufe des Jahres viele andere Programme, die auch versuchen, die Deutschen vor Ort zusammenzuhalten und zu stärken. All dies, damit sie hier lebenden deutschen Nationalitäten stolz auf ihre Identität sind.